So, zum Sonntagabschluss. Heute bin ich 150 Kilometer ungefähr gefahren. Das meiste in Sport und jetzt sind noch 15 auf der Uhr. Wobei ich zwischendurch auch mal in Tour oder sogar in Eco unterwegs war. Ja, also ich habe ja hier eine andere Klingel dran gehabt, die habe ich ersetzt, weil die ist immer hier unten ausgeleiert und ist diese Feder irgendwie nicht zurückgesprungen, hat nie richtig geklingelt, nervte. Dafür gibt es jetzt ihn hier. Schön langanhaltend, hochtönend. Meine Alpenhupe habe ich behalten. Da kann man immer schön, da erntet man freundliche Gesichter und nicht, da kommt wieder ein scheiß E-Biker. Meine Supernova, nach wie vor ja. Meiner Meinung nach die beste Leuchte, trotz der Lupin SLX, die es jetzt auch zu kaufen gibt. Ich habe mir noch von Supernova das schöne Teil gekauft, das sogar über die Kante leuchtet. Tada! Ich präsentiere das Taillight 2 Pro. Pro, weil. Achtung. Ganz schlecht. Aber. Diese ganze Geschichte zieht nicht gerade wenig Strom. Also Bremslicht braucht 4 Watt. Die Lampe selber, also dieser Lichtbogen, 1,8. 56 LEDs sind da drin. Und das Tagfahrlicht brauchen die auch nicht viel. Ich glaube irgendwie 6 Watt oder so. Aber sobald das Fernlicht hier ins Spiel kommt oder das normale Abblendlicht, dann sagt Bosch, 550. Das liegt halt daran, dass der Ausgang begrenzt ist auf 18 Watt. Also die Verbraucher zusammengenommen dürfen 18 Watt verbrauchen. Und hier haben wir, wenn die 16 verbraucht und die entsprechen 4 und 1,8. Genau, jedenfalls mehr. Ja. Meine Lösung sieht eigentlich so aus. Ich trenne jetzt hier den Scheinwerfer und mach da den Pro ran, also quasi die gleiche Firma, nur den noch besseren mit Fernlicht. Dann kommt hier an die Magura ein Taster ran, also da hängt dann, wo das M ist, ist dann quasi die Fernlichttaste. So. Wollte ich eigentlich nicht haben, aber naja, gut, was tut man nicht alles, um das zu behalten? Schön, ne? Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut und bis demnächst. Tschüss.